Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich wieder im Wald unterwegs und laufe. Und wo ich genau bin, das sage ich nach dem Intro. Ich bin heute hier im Wald unterwegs, im Taunus bei Niedernhausen. Und laufe meine Runde. Gut 10 Kilometer will ich heute machen. Hab schon so einen Kilometer hinter mir. Deswegen bin ich so angeschwitzt. Aber jetzt geht's los. Es geht so richtig los. Mal gucken, wie es geht. Ob es noch gut läuft, weiß ich ja nicht. Ich laufe hier gerade einen Berg hoch. Kann man nicht so gut reden. Hab den Berg gleich geschafft. Hinter mir die Autobahn, die A3. Fuck. Gott, busy anstrengend hier, der Rotz. Wie gesagt, 10 Kilometer will ich machen. Gute Stunde laufen. Das passt für mich heute. Dann ist alles cool. Und, so ist das im Auge. Fuck. Oh. Fuck. Ich bin Ast reingeflogen. Ein kleines Staubkörnchen. Fühlt sich an wie ein ganzer Baum. Hashtag Mimimi. Fuck. So, ich laufe mal weiter, bevor hier noch irgendwas mir auf den Kopf fällt oder so. Ich habe den Baum aus meinem Auge entfernen können. Drehen zwar noch ein bisschen, aber alles gut. Was mir schon alles beim Sport ins Gesicht geflogen ist, haben wir schon lebendige Fliegen geschluckt. Ich habe schon mal am Strand eine kleine Mücke ins Ohr bekommen, die dann die ganze Zeit im Ohr, die kam nicht mehr raus, und die ganze Zeit im Ohr. Hammer, das war so krass. Dann habe ich irgendwann, habe ich sie wohl mit dem Finger zu fassen bekommen. Hab's im Ohr platt gedrückt. Mal sehen. Ich hab's am Summen, am nicht mehr Summen, habe ich natürlich vernommen. Und dann später beim Arzt nochmal reingucken lassen. Ja, da war der Fliegenkörper rausgeholt. Also eine Mücke. Kein richtiger Brummer. Naja. Und natürlich, wie gesagt, eine Fliege schon geschluckt. Passiert alles. Da kommt man wenigstens einigermaßen satt wieder nach Hause nach dem Sport. Jetzt eben ist mir ein Baum ins Auge reingesprungen. Mutwillig die Sau und mich aufhalten. Bestimmt ein Umweltschutzbaum oder so. So, ich laufe mal weiter. Ich habe ein bisschen was vor mir. Gut 40 Minuten habe ich jetzt hinter mir. Anstrengend. Lauf hier schön den Berg hoch. Gucken wie weit. Dann drehe ich irgendwo. Und dann wieder zurück. Wenn ich jetzt drehe. Achso. Wenn ich jetzt drehe, brauche ich so 20 Minuten. Stimmt. Dann drehe ich doch jetzt mal. Ja, das ist eine gute Idee. Dann drehe ich jetzt mal. Und dann laufe ich jetzt wieder 20 Minuten in die Richtung. Und dann habe ich es geschafft. Mitgedacht, hat was gebracht. Ich melde mich dann am Auto wieder oder wenn mir zwischendurch was einfällt. Mir ist was eingefallen. Mich haben ja nicht nur Bäume angefallen, so wie heute, oder Mücken oder Fliegen, die ich geschluckt habe, sondern auch Hunde. Ganz oft Hunde. Die haben mich dann angesprungen oder irgend so ein Käse. Und ich hatte mal den Fall in Wiesbaden im Stadtpark. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Vielleicht, aber jetzt erzähle ich es nochmal. Dass mir so ein großer, weißer, buschiger Hund, den ich noch nie gesehen habe vorher, angerannt kam. Und volle Kanne. Und ich bin halt erstmal stehen geblieben. Und er so um mich herum. Und war mir nicht so angenehm. Weil Hunde und ich sind nicht so... Nee, ganz und gar nicht. Ich hasse sie nicht, aber ich kann mit denen nicht so richtig. Naja. Jedenfalls der Hund um mich herum. Ich weiß nicht, was
mit dem war vorher natürlich, hat sich als recht friedlich eigentlich erwiesen, aber die Besitzerin war ziemlich bescheuert. Ich sag zu der, pass auf, nimm doch mal den Hund an die Leine. Dann sagt die zu mir, das hier ist ein Hund und Radweg. Was? Ein Hund und Radweg. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Habe ich sie gefragt, darf ich jetzt hier nicht laufen oder was, wenn das ein Hund und Radweg ist? Hat sie nichts dazu gesagt, hat nur gesagt, da ist eine Frechheit, ich verlange, dass der Hund an die Leine geht, weil es ein Hund und Radweg ist. Und dann macht man das so. Im Stadtpark in Wiesbaden. Hammerhart, oder? Was für eine bescheuerte Kuh, sag ich immer. Was für eine bescheuerte Kuh. Wir sehen uns gleich beim Auto. Ich befinde mich jetzt schon wieder im Auto. Hab gut 10 Kilometer hinter mir. Bin eine Stunde gejoggt. Alles geil. Super. Hat Spaß gemacht, auch wenn mich hier die Bäume angefallen haben. Also einer jedenfalls. Ein aggressiver Baum war dabei. Die anderen sind ja alle gut. Ich will ja nicht schlecht über Bäume reden. Also, macht auch Sport. Ich will mal was sehen. Hier unten irgendwo ist mein Kontakt eingetragen. Da könnt ihr auch mal ein Bild oder ein Video mir senden per WhatsApp oder per E-Mail. Ich freue mich drauf. Also, cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.